Einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin gerade dabei, hier so ein bisschen durch die Comments zu scrubben und witzigerweise wissen einige, die meinen Trailer auf meinem Hauptkanal geguckt haben, gar nicht, wie sie Teil des einzigartigen Gitarrenexperiments werden können. Das habe ich da so ganz plakativ ans Ende des Videos geschrieben. Ja, das Schöne ist, das könnt ihr euch aussuchen. Ich übe Gitarre und filme jeden Ton, den ich spiele. Ihr könnt entweder einfach zugucken, wie ich Fortschritte mache, ihr könnt mitüben, ihr könnt einfach das Gleiche machen wie ich, ihr könnt irgendwas anderes spielen, ihr könnt also quasi euch einfach ein bisschen motivieren dadurch, dass es hier jeden Tag ein neues Video gibt. Ihr könnt mir aber auch gerne über die Kommentarfunktion Tipps geben oder Fragen stellen. Ihr könnt diskutieren, ihr könnt euch auch Lieder wünschen, ihr könnt sogar, wenn ihr Lust habt, ein Videotutorial machen für irgendwas, irgendwelche Songs, irgendwelche Technikübungen oder so und mir die schicken. Ich werde mir die angucken und mit Interesse verfolgen und versuchen eben das umzusetzen. Ein Kommentar ging auch noch ganz klar in die Richtung: Mensch Klaus, schneid doch jetzt endlich mal diese blöden überstehenden Seiten ab. Das werde ich jetzt mal tun. Ich habe hier so ein paar Zangen. Ich muss mal eben gucken, welche Zange sich hier am besten eignet. Die schon mal nicht. Die sah eigentlich so geil aus. Seht ihr das? Wahrscheinlich nicht so gut. Aber ich habe noch eine andere. Das ist die hier. Gucken wir mal, ob man damit irgendwie klar kommt. Nein, auch nicht. Ja, das ist ja witzig. Da müsste ich es doch vertagen. Da muss ich doch wieder eine Nagelschere nehmen. Die habe ich jetzt hier nicht vorbereitet. Die hole ich jetzt auch nicht. Doch. Aha, immerhin. Eine Seite habe ich schon mal abgekriegt. Versuchen wir es mal hier mit einer dickeren. Das müsste eigentlich noch einfacher gehen. Yes, okay. Na gut, ich meine, wenn ihr das unbedingt wollt, wenn euch das so stört, wenn ihr Angst habt, dass ihr durch die Kamera, durch die Dinger in die Augen kriegt, dann schneide ich die auch für euch gerne ab. Wobei irgendjemand hat geschrieben, er hätte sich gerade an diesen abgeschnittenen Enden besonders mal wehgetan und deswegen lässt er die seitdem immer dran, weil dann sieht er die wenigstens besser. So, ich hoffe, so seid ihr schon ein bisschen glücklicher. Man könnte es noch ein bisschen feintunen, aber das mache ich wann anders. So, jetzt will ich aber auch endlich anfangen. Ein bisschen aufwärmen, einfach mal so ein bisschen. Ja. Was habe ich falsch gemacht? Huch, also ich will eigentlich Oktaven spielen. Huch, wie kommt das denn zustande? Mal einen Halbton zu tief. Da bin ich anscheinend irgendwie dran gekommen. So, wenn man jetzt richtig Gitarrist ist, und das will ich ja werden, das versuchen wir jetzt mal. Muss ich hier so Flageolets spielen? Ist hier leider sehr leise von der Abhörer. Ich mache mal gerade ein bisschen lauter testweise, weil ich diese Flageolets nicht so gut höre. Ja, das Schöne ist nämlich, ich bin darüber in der Lage, die Schwebung zu hören, wenn ich beide mal hier die gleichen Töne spiele. Und wenn das dann wow, 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 wow macht, dann ist es schon ganz gut. Wenn es aber wow, 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 wow macht, dann ist es nicht so gut. Also es ist eher tatsächlich ein rhythmisches Stimmen. Ich muss auf den Rhythmus hören, um zu gucken, ob die Töne gleich sind. Meine Güte. Wow, 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 wow. Sollte für meine Zwecke reichen. Okay. Ja, was man nicht alles merkt, wenn man Oktaven spielen will. Die Oktave ist jetzt zu groß. Total verstimmt. Wobei das eigentlich
eigentlich gar nicht mal so falsch klingt. Hier ist alles irgendwie daneben. Das ist wahrscheinlich tatsächlich durchs Schneiden gerade gekommen. Okay, naja, macht ja irgendwie Sinn. Okay, tut mir leid, wenn die jetzt ein bisschen verstimmt ist, nehmt es mir bitte nicht zu übel. Ich muss jetzt mal anfangen hier mit so ein paar Oktaven. So zu oktavieren. Ja, meinetwegen. Okay. Okay, einmal die vollen Barrea-Griffe von unserer Strophe. Ups, geht ja schon gut los. Spielt man den denn nochmal richtig so, ne? Sometimes I feel like I don't have a partner. Sometimes I feel like my only friend is the city I live in. Fähig. Hier ist es. Boah, ist das schief. Das tut mir echt weh in den Ohren. So, da kann ich nicht mehr so richtig volle Barrés spielen. Spätestens hier. Da muss ich diesen Dreiklang hier spielen. Und dann kommt wieder Fis Moll. Das wäre hier.
never wanna feel like I did that day. Take me to the place I love. Take me all the way. Und dann geht's wieder hier. Yeah. Okay, ich stimme jetzt immer mal ein bisschen nach Gehör nach, damit so das Schlimmste irgendwie behoben ist. So, und dann hier. Okay, ich komme sowohl mit den Bünden irgendwie durcheinander als auch mit den Griffen. Was ein Dur- und was ein Mollgriff ist, was ein E- und was ein A-Griff ist, das ist immer noch für mich schwierig. Also die E-Griffe sind einmal so Dur, dann ohne den Mittelfinger Moll. So, und dann die A-Griffe ist einmal Dur hier in dem Bund. Und dann. Genau, der Mollgriff, der ist völlig anders. Der ist dann so. Verstehe. Also da muss ich den Mittelfinger eben auf eine andere Seite nehmen. Da reicht es nicht, einfach irgendwas wegzunehmen. Nein, das ist Major. Okay, das ist Moll und der Major ist der hier. Wie ist der Major hier bei Dur? Wäre ein Major, allerdings sind da noch viele Grundtöne drin. Vor allem hier dieses hohe, der ganz obere Ton, wenn der Grundton ist, dann geht dieser Major-Charakter schon ein bisschen verloren. Erstmal wieder ein bisschen Energie tanken. Ich muss euch noch was erzählen. Unfassbar. Ich hatte heute richtig so eine Erschöpfungsattacke nach dem Schwimmen. Ich habe mich natürlich ein bisschen verausgabt, aber jetzt nicht so, dass ich jetzt dachte, ich würde zusammenklappen, aber tatsächlich in der Dusche nachher, da musste ich mich richtig hinsetzen. Ich war kurz davor, Hilfe zu holen, weil ich überhaupt nicht mehr konnte. Also wirklich, ich konnte kaum Luft holen. Ich habe total hyperventiliert und so. Und das Gute war, unten am Boden, als ich dann ganz unten auf dem Boden angekommen war, da war die Luft auf einmal ein bisschen besser, ne? Und oben ist es natürlich irgendwie ein bisschen, ja, sehr feucht natürlich von der Luft her. Und da habe ich dann allmählich wieder den Sauerstoff gekriegt, den ich brauchte. Und dann ging es auch. Aber Junge, das war ziemlich hart am Limit. Also da sehe ich auch ein, wenn ich jetzt mal irgendwie auf offenem Meer wäre und so eine Erschöpfung schon im Wasser kriegen würde, dann würde ich hoffnungslos ertrinken. So war es natürlich schön, dass das alles noch im Schwimmbad passiert ist. Und naja, ich konnte mich auch mit eigener Kraft wieder irgendwie rehabilitieren. Aber trotzdem revitalisieren, keine Ahnung, ihr wisst, was ich meine, war das natürlich schon irgendwie nicht geplant. Eigentlich bin ich schwimmen gegangen, um wirklich auch fit und munter in den Tag zu starten. Naja, und dann habe ich es anscheinend ein bisschen übertrieben. So, deswegen muss ich jetzt gerade hier, komm, ich trinke nochmal einen Schluck, ich muss gerade so ein bisschen Energie wieder tanken. Ich habe auch eine Theorie, woran das lag. Und zwar, wenn ich schwimmen gehe, dann vor dem Frühstück. Und ich habe gestern ziemlich wenig gegessen, nichts zu Abend gegessen, auch nur ganz wenig zu Mittag. Und ich glaube, daran lag so ein bisschen, dass ich so gar nichts an Grundlage irgendwie hatte.
Also ich habe keine Erfahrung damit, vielleicht wisst ihr das auch besser als ich, aber ich glaube, deswegen war mir irgendwie dann so flau, keine Ahnung, und dadurch ist das zustande gekommen. Naja, okay. Zurück zum Thema. So, wir spielen mal die Strophe verkürzt, das haben wir noch nicht gemacht. Wie ging das denn jetzt noch? Einmal so, dann... Aha, okay, das klingt auch schon relativ sauber. Also, dass ich hier mit diesem kleinen Finger die E-Saite treffe, ist echt eine Glückssache. Gut. Okay, nochmal die ersten beiden. Ich bin total raus, merke ich gerade. Aber gut, es ist jetzt auch das erste Mal, dass ich es heute spiele. Normalerweise, das merke ich ja auch schon extrem, wenn ich es fünfmal gemacht habe, wird es ja schon besser, dann kriege ich das langsam wieder in die Bewegung rein, ins Gefühl. Dieser Triller da, der ist noch so ein bisschen... Ah, ich krümme mich auch so sehr um die Gitarre, das sollte ich jedes Mal ein bisschen im Blick haben. Ah, ich verstehe schon, dass man so nicht richtig spielen kann, das ist mir schon irgendwie klar, aber ich achte da nicht so drauf und dann ist es wieder zu spät. Mein Gott, das klappt nicht so gut wie gestern, finde ich. Da habe ich doch schon dazu gesungen, ne? Oder war das vorgestern? Irgendwie will das nicht so richtig. Ich muss nochmal Pause machen. Ach, meine Güte. Ja, was kann ich euch denn noch erzählen, was letzte Woche los war? Ganz lustig, das ist allerdings schon gestern oder vorgestern gewesen. Ich habe eine interessante Werbung für iOS 7 gesehen, also die neue iPhone-Software. Es war im Prinzip ein Fake, wo gesagt wurde, diese neue Software, also das Upgrade des Betriebssystems, nutzt jetzt die in das Telefon eingebauten Sensoren noch besser und detektiert, wann Wasser, also wann Flüssigkeit auf das iPhone tritt und deaktiviert dann alle mögliche Elektronik, die Schaden nehmen könnte, sofern sie bei Wasserattacken in Betrieb ist. Und dadurch wird gewährleistet, dass selbst wenn Wasser auf dein iPhone drauf platscht, dass es danach weiter funktioniert. Und das war anscheinend so ein guter Hoax, dass viele das irgendwie ausprobiert haben und ihr Handy damit geschrottet haben und sich dann natürlich ordentlich geärgert haben, sich beschwert haben und so weiter. Aber naja, da ist man schon ein bisschen selbst schuld. Aber es ist natürlich irgendwie lustig. Wir machen auch andauernd Witze drüber, für was es alles Apps gibt. Und letztendlich hätte mich auch nicht gewundert, wenn es auch irgendeine Fake-App gibt, die man anmachen kann, um das iPhone wieder trocken zu blasen oder sonst was. Es gibt ja auch eine Rasier-App oder eine Popcorn-App, wo sich auch die Leute wundern, warum jetzt kein Popcorn aus dem iPhone rauskommt. Naja, schon lustig. Also diese
iPhone-Fangemeinde ist schon ein witziges Völkchen, allerdings werde ich vermutlich auch bald wieder dazugehören. Was heißt Fangemeinde, aber ich muss gestehen, als Musiker ist leider Apple ganz vorne. Es ist einfach so. Ich finde die Phones zwar relativ teuer und auch nervt es mich, dass es nicht sowas wie einen SD-Karten-Slot oder sowas gibt, aber ich werde wohl mein Samsung-Tablet jetzt erstmal verkaufen und mir dafür ein iPad holen. Und das muss erstmal reichen. Mein Samsung-Handy werde ich jetzt erst noch ein bisschen behalten, weil das immer noch gut funktioniert. Aber ich habe gemerkt, für den Bühneneinsatz oder eben auch für den Arbeitseinsatz, wenn ich Musik produziere, gibt es für das iPad einfach überzeugendere Lösungen. Das ist einfach so. Ich verstehe auch die Hersteller von Musiksoftware, die halt sagen, wir möchten, dass unsere Software stabil ist. Und diese Stabilität können wir nur auf dem iPad gewährleisten. Zum einen, weil Apple sowas wie Core Audio hat, also dass die halt irgendwie nativ eine ordentliche Audio-Unterstützung auch haben in ihren Geräten. Aber zum anderen, dass eben die Produktstreuung nicht so unübersichtlich ist wie bei Android zum Beispiel. Da gibt es eben zig Trilliarden verschiedene Modelle und die Softwarehersteller müssten jetzt für jedes Modell testen, ob es auch wirklich stabil läuft. Und das machen die natürlich nicht. Dann machen sie lieber das fürs iPad und letztendlich machen es mittlerweile alle fürs iPad. Da hat man sich halt einfach irgendwann mal entschieden. Und deswegen, naja, als Musiker, wenn ihr als Musiker ein Tablet sucht, werdet ihr ums iPad. Das ist meine Vermutung, nicht drumherum kommen. So ist das. Ich werde den Stift vermissen von meinem Note 10.1. Ich mache sehr gerne so handschriftliche Notizen und so damit. Das hätte ich mir fürs iPad auch gewünscht. Aber da kannst du den Stift nicht, also da gibt es ja auch so Stifte, die kannst du natürlich alle vergessen. Bin mal gespannt. Ich warte noch auf das neue iPad Mini. Mal gucken. Vielleicht hat das ja einen Stift wieder erwartend. Glaube ich zwar nicht, aber mal schauen. So, nochmal back to topic. Ich brauche immer diese Pausen auch, um mich ein bisschen zu entspannen. Jetzt noch einmal konzentrieren, aber ich glaube, so wirklich was reißen werde ich heute nicht mehr. Okay, das war gar nicht mal so übel. Das war zwar auch so ein halber Glückstreffer. Nochmal. Machen wir nur mal das, weil schon der erste Akkord ist wie immer nicht ganz sauber. Dann aber wieder die 1 finden. Dann wieder zurück zu E-Dur. Das habe ich auch noch nicht so richtig viel geübt. Ist aber auch ein wichtiger Wechsel. Wo muss ich hin? Den Major-Akkord. Und das ist der Ausklang des heutigen Videos. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Jetzt werde ich erstmal noch irgendwie versuchen, ein bisschen Pause zu machen. Vielleicht lege ich mich auch noch mal ins Bett, damit ich irgendwie noch mal zu Kräften komme. Und dann habe ich nämlich auch noch einen ziemlich anstrengenden Tag vor mir. Drückt mir die Daumen, dass ich irgendwie in die Gänge komme. Und wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.